Einen wunderschönen guten Tag und heute mein Gast, sie guckt Internet, Bärbel Höhn. Genau. Ich grüße Sie, Frau Höhn. Und eben habe ich nochmal in die Kamera geguckt. Ja, da ist das Internet, da haben Sie reingeguckt. Genau. Der hat Sie schon geärgert, der Pirat da in der Sendung, ne? Ach, ich habe mich da versprochen und so ist das Leben. Ich mache mittlerweile das Beste draus. Also ich brauche, glaube ich, keine Probleme mit dem Internet. Ich mache sehr viel. Insofern ist in der Sache ist da nicht viel zu kritisieren und ist so. Eine andere Frage ist, Sie waren lange Zeit Ministerin in Nordrhein-Westfalen unter drei Ministerpräsidenten. Jetzt wird der letzte, mit dem Sie da am Kabinettstisch saßen, in NRW womöglich mit Ihnen am Kabinettstisch sitzen in einem Jahr. Freuen Sie sich über den Steinbrück? Ja, ich habe ja schon gesagt, das ist jetzt nicht mein Wunschkandidat. Aber auf der anderen Seite ist er wahrscheinlich derjenige von den drei Kandidaten, der am ehesten schafft, Angela Merkel abzulösen. Das ist unser Ziel und deshalb ist er auch ein guter Kandidat. Ja, wenn wir Rot-Grün hinbekommen, das will ich, dann geht es offensichtlich nur mit Steinbrück. Deshalb freue ich mich jetzt am Ende dann auch, dass wir es hoffentlich besser hinkriegen als damals in Düsseldorf. Jetzt mal so unter uns. Was ist denn so anstrengend an dem Typen? Ja, er war da schon in Düsseldorf nicht erträglich, das muss ich schon sagen. Aber hier in Berlin ist eine andere Zeit. Und selbst in Düsseldorf ist er jetzt eine andere Zeit. Hannelore Kraft macht das sehr viel anders, sehr viel erfolgreicher. Und das System Clement, und dann hat Steinbrück das ja weitergeführt, war auch nicht erfolgreich. Wir haben beide verloren dabei. Und Steinbrück ist sehr lernfähig, also wir werden es besser machen. Als ob es keine Schubladen genug gäbe, innerhalb von Parteien wird man auch noch in Schubladen gesteckt und man sagt, Bärbel Höhn, das ist so ein Fundi, also so eine Linke innerhalb der Grünen. Und wenn das so wäre, Sie waren lange Zeit immer tätig im wertkonservativen Lager, wie sehr prägt das einen Menschen? Ich bin aufgewachsen in einer konservativen Familie. Also ich glaube, mein Vater, obwohl er da nie das wirklich gesagt hat, ist ja Wahlgeheimnis, aber ich schätze mal, der hat immer CDU gewählt. Das sind so, also ich komme aus einer Bauernfamilie. Meine Großeltern waren drei Bauern und ein Lehrer. Und von daher kann ich eigentlich relativ gut mit Konservativen. Und natürlich, als Landwirtschaftsministerin muss ich sehr viel im ländlichen Raum machen. Und ich habe sogar bei der Wahl 2005, die wir leider verloren haben, hatte ich eine Initiative Bauern für Bärbel. Also da gab es ein paar Mutige. Ich glaube, die hatten Riesenprobleme bei sich im Dorfkrug, aber die haben mich damals ganz offen unterstützt. Es ist eine spannende Zeit gerade mit der Energiewende. Gibt es Dinge, die Sie im Moment so aufregen in der Diskussion? Ja, also mich regt Heuchelei auf. Ich habe da gestern genau für diesen Begriff auch einen Ordnungsruf im Bundestag bekommen, weil ich es mal angesprochen habe. Und zwar ist ja vor gut einem Jahr ist der Ausstieg aus der Atomkraft beschlossen worden und damit de facto die Energiewende, und zwar von allen. Ja. Und jetzt wird die Energiewende einfach konterkariert. Also keiner der Konservativen sagt, erst gegen die Erneuerbaren. Also alle sagen, ja, wir wollen die Erneuerbaren, aber sie sind ja viel zu teuer. Ja, wir wollen die Erneuerbaren, aber sie liefern ja nicht für jede Sekunde Strom. Also es wird ein bisschen indirekter, aber wird am Ende die Energiewende konterkariert. Und das regt mich auf, weil das ist... ist etwas, da hängt mein Herz dran und das ist eine absolute historische Aufgabe, die wir da haben und ich finde sie auch deshalb toll, weil wir mit dem Erneuerbaren Energiengesetz die Produktion von Energie in die Hand der Bevölkerung gelegt haben. Das ist was wirklich Tolles, das ist viel mehr als Energie, das ist Demokratie. Wir haben mittlerweile über 1 Million Menschen, die Energie selbst produzieren. Und das ist, glaube ich, einfach, die ganze Welt guckt drauf, schaffen wir es oder schaffen wir es nicht. Und die Lobbyisten von Kohle und Atom haben immer noch ihre Finger drin und beeinflussen die Kollegen der anderen Fraktionen. Also die Lobbyisten, von denen Sie sprechen, die Konservativen, die für die Energiewende sind und ein paar andere, die den Neoliberalismus erfunden haben, sind in der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Die machen ja gerade auch eine Kampagne. Und ich habe das Gefühl, das ist gar nicht so für die Energiewende. Wie empfinden Sie das?
Das ist in der Tat. Und da sprechen Sie einen ganz interessanten Punkt an, weil gestern war ich gerade bei denen eingeladen. Und ich gehe ja auch zu denen, die anderer Meinung sind. Also bin ich hin und der Titel hörte sich auch gut an, rettet die Energiewende. So, die Kampagne, die ich sehe, wenn ich U-Bahn fahre hier in Berlin, heißt Stopp das EEG von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Ja? So, das passt aus meiner Sicht nicht zusammen, denn das EEG, Erneuerbare Energiengesetz, ist das Herzstück der Energiewende. Also die versuchen unter dem Begriff rettet die Energiewende jetzt so ein Quotensystem einzuführen, was absolut absurd ist, schon überall gescheitert ist, das Ganze nur verteuert und die Erneuerbaren ausbremst. Das habe ich Ihnen gestern auch, ich glaube, ganz gut auseinandergepflückt. Also auf jeden Fall habe ich sie ganz gut in die Defensive gebracht. Dafür gibt es natürlich bei denen keinen Beifall, das ist klar. Aber das haben Sie da auch einen Ordnungsruf kassiert? Nee, da sind die natürlich da zu höflich. Ich habe es jetzt auch nicht unhöflich, ich habe es einfach mit Argumenten gemacht. Ich habe ihnen einfach gesagt, dass ich, wenn sie das so wollen, wie sie es machen, noch ein viel besseres System hätte. Und da habe ich gesagt, warum machen wir es so nicht? Und da konnten die keine Antwort drauf geben. Da habe ich es ein bisschen einfach entlarvt. Ja, weil manchmal ist es ja auch so, wenn man Sachen aufdeckt und entlarvt, dann ja, stehen die halt ein bisschen blamiert da. Also wenn ich schon hier die Chance habe, mit jemandem an einem Tisch zu sitzen, die nicht immer mit den Fischerchören mitgesungen hat und die Ministerin war Verantwortung getragen hat und wenig taktiert, vielleicht liegt es daran, dass sie Mathematikerin sind, ich weiß es nicht, will ich einfach mal fern der Politik mal einfach eine Frage stellen. Wo ist die nächste große grüne Vision? Also die wird... Ich glaube, in den nächsten Jahren oft gestellt werden die Frage, wenn man sagt, es soll keine Ein-Generation-Partei sein. Und könnte die Vision sein, dass man sagt, vergiss die, die es verursacht haben, vergiss die Lobbyisten und so weiter. Wir müssen das Problem der Endlagerung lösen. Und zwar jetzt und so vernünftig, dass es dauerhaft gelöst ist. Also das wäre doch eine große Vision, die Menschheit da voranzubringen. Wie würden Sie es angehen? Ja, das ist auf jeden Fall eine große Verantwortung. Und das ist wahrscheinlich die Verantwortung, die wir auch tragen müssen. Auch wenn wir für diesen Atommüll nicht verantwortlich sind und immer gegen angekämpft haben. Und ich glaube, dass mit dem ersten grünen Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg, Kretschmann, das auch ein gutes Stück vorangekommen ist, geöffnet worden ist. Weil er der Erste war, der gesagt hat, ich bin bereit, auch hier in Baden-Württemberg suchen zu lassen. Ja? Bisher war ja alles fokussiert auf das Endlager-Gor-Leben. Ja? So, das war der ideologische Streit. Und unsere Aufgabe ist eigentlich, in Deutschland das bestmögliche Endlager zu finden. Es wird kein gutes sein. Also da, wo man 1 Million Jahre den Müll unterbringen muss, ja, das sind einfach Dimensionen, die kann man sich nicht vorstellen. Trotzdem ist es die Aufgabe, es in Deutschland unterzubringen, nicht irgendwo jenseits des Ural oder nach Afrika zu schicken. Und das heißt, das bestmögliche Lager zu finden. So, und das heißt einfach von den Fakten her, wir haben 3 Gesteinsarten, in denen wir suchen müssen, in Salz oder in Ton oder Granit. So, und von diesen Gesteinsarten müssen wir uns Standorte suchen und die miteinander vergleichen. So, und der eigentliche Punkt, der es jetzt so kompliziert macht, ist, dass natürlich der Verdacht besteht, dass gerade die Konservativen und die FDP sich auf Gorleben fokussieren und die Auswahlkriterien, ja, die Zahl der Standorte, also wird nur ein Standort in Salz untersucht oder nicht, ist ganz entscheidend, dass so ausgewählt wird, dass es am Ende automatisch auf Gorleben zuläuft. Und das wollen wir nicht. Wir wollen wirklich den bestmöglichen Standort. Und Gorleben hat ja viele Kritik. Ich meine, das hat kein Deckgebirge, das hat ist durchlässiges Salz, hat eine Gasblase drunter. Da sind einfach total viele Kriterien, die nicht stimmen. Die Diskussion wird ja immer wieder durch täglich sich ändernde Interessenlagen instrumentalisiert. Wie wollen Sie denn so ein großes Projekt, muss wohl auf vielen Schultern irgendwie aufgesetzt werden, wie wollen Sie das irgendwie organisieren? Also der jetzige Zeitpunkt ist eigentlich historisch gesehen ein sehr guter oder war bis vor kurzem ein sehr guter. Wir haben im Bundesrat haben wir sehr viele rot-grüne Länder. Wir haben im Bundestag oder in der Bundesregierung einen konservativen Umweltminister. Und wir können sowas nur machen über alle Fraktionen hinweg.
Also das ist eine Aufgabe, da muss man allein für die Suche dieses Endlagers, wenn man sich mal in der Schweiz anguckt, das dauert mindestens 25 bis 40 Jahre. So, da wird eine Regierung ja nie dauerhaft an der Regierung sein. Das heißt, wir müssen ähnlich wie dieser Atomausstieg, der ja auch gemeinsam gemacht worden ist, und der wird jetzt schon konterkariert, anderthalb Jahre später, aber das macht umso notwendiger, dass wir dieses große Projekt Endlager, dass wir das gemeinsam angehen. So, und wir sind jetzt aus meiner Sicht schon zu dicht an der Niedersachsenwahl, weil natürlich die Niedersachsenwahl, also Niedersachsen ist natürlich durch den Standort Gorleben da besonders betroffen. Und da wird sich dann schon das Land, alle Fraktionen dieses Landes, werden sich natürlich auch dagegen alle möglichen Lösungen sperren, weil sie das nicht als Thema im Wahlkampf haben wollen. Das heißt, im Sommer hatten wir eine historische Chance. Röttgen musste dann in Nordrhein-Westfalen Wahlkampf machen. Das Ende ist bekannt. Und der neue Umweltminister hat sich offensichtlich nicht schnell genug eingearbeitet. Deshalb ist diese historische Chance vertan. Ob wir sie nach der Niedersachsenwahl nochmal bekommen, ja, vor der Bundestagswahl, das muss man sehen. Weil dann wird denn die Bundestagswahl alles überlagern. So, und die Aufgabe von der Politik ist, diese kleinen Zeitfenster zu suchen, da auch, wie Kretschmann es gemacht hat, den Weg zu öffnen. Ja, zu sagen, wir machen jetzt Bewegung da rein. Und zu versuchen, solche Chancen für sowas Historisches zu finden. Aber es müssen alle Fraktionen mitmachen bei der gemeinsamen Lösung, sonst wird es nicht funktionieren. Wie realistisch halten Sie dieses Projekt für machbar? Ja, das muss ja gelingen. Wir müssen ja unseren Kindern und Enkelkindern und allen nachfolgenden Generationen... Ja, Enkelkinder. Ja, ich meine 1 Million. Ne? Da, wie viele Generationen sind das? Das ist irre viel. Da müssen wir diese Lösung präsentieren. Das ist die Aufgabe an die Politik. Dankeschön, Frau Bärbel-Höhn. Ich habe zum Schluss immer 3 Begriffe und bitte um 3 Assoziationen. Steinbrück hatten wir. Davor gab es noch einen. Wolfgang Clement. Da erinnere ich mich lieber nicht so gern dran. Nein? Ja, also sehr spontan, eher FDP als SPD, da ist er ja jetzt auch. Und das haben wir leider in der Regierungszeit auch ordentlich merken müssen. Zweiter Begriff, die jungen Grünen. Ach, die sind sehr erfrischend. Also ich habe ganz viele auch Praktikanten bei mir im Büro von der Grünen Jugend. Und ich finde, das machen die gut. Die sind sehr engagiert, viele sind auch sehr inhaltlich. Also Arvid Bell zum Beispiel, der hat sich einmal entschieden, ich gehe jetzt mal in die USA und ich will da auch erstmal einen Teil in den Beruf rein. Und also das finde ich richtig stark. Also ich komme mit ganz, ganz vielen der jungen Grünen oder Grünen Jugend, finde ich gut, was sie machen. Zum Schluss noch eine persönliche Frage. Die will ich wirklich nachschicken. Ich habe Sie jetzt erlebt, Sie sind für mich keine typische Politikerin. Haben Sie es je bereut, in klein wenigen Momenten überhaupt in die Politik gegangen zu sein? Habe ich nicht. Also ich wollte nicht in die Politik. Ich bin da über meine Kinder reingerutscht, weil ich mich einfach für die Interessen meiner Kinder eingesetzt habe. Und wups, war ich in der Politik. Ja. Ich habe viel gelernt. Ich habe wirklich total interessante Menschen getroffen. Und ich habe auch einiges bewegen können. Also insofern, das war eine harte Zeit manchmal. Also insofern gab es da schon Zeiten, wo man dachte, willst du das dir wirklich antun? Und wo ich dann gesagt habe, nee, diese Arschlöcher, die lasse ich hier jetzt nicht gewinnen. Also da versuche ich gegen anzugehen. Ja, und wenn man dann beharrlich genug ist oder sowas, dann kommt man schon auch voran. Und also insofern bin ich in der Summe jetzt eigentlich, finde ich es gut, in die Politik gegangen zu sein. Nein, ich habe es nicht ernsthaft bereut. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch, Frau Höhn. Vielleicht bald wieder zu einem Kaffee. Und ich bedanke mich auch bei euch, meine lieben Abonnenten. Und mein nächster Gast ist der Journalist Hans-Ulrich Jörges. Bis zum nächsten Mal.